Hallo, hier ist Quer von PocketPC.ch und heute möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie man das Knatschen oder jedenfalls die Geräusche von dem Akkudeckel von dem HTC Incredible S entfernen kann. Denn das Problem ist, dass die Akkus nicht immer millimetergenau schon, aber nicht mikrometergenau passen und dadurch eine kleine Wölbung entsteht und deswegen ist der Akkudeckel nicht immer eng aufliegend. Und wenn man halt ein Gerät erwischt, wo es gerade ein wenig Geräusche gibt, dann kann man Folgendes machen, was ganz einfach ist. Man nimmt sich einfach so ein wunderschönes Pocket-PC-Blatt Papier und faltet es ein paar Mal. Das habe ich hier schon gemacht. Und dann legt man einfach auf den Akkudeckel dieses Papier. Und hier auch. So, dass man die Kamera nicht bedeckt und auch hier unten die Antennenkontakte. Und dann nimmt man einfach, dann nimmt man einfach wieder den Akkudeckel, legt ihn da drauf und hat dann immer dieses und macht ihn fest. Und hat dann immer dieses Papier dazwischen. Das erhöht ein wenig die sozusagen die Dicke des Akkus. Und danach ist das Quietschen oder Knacken weg. Wenn man jetzt hier sich das anhört, kann da drauf drücken, wie ich möchte. Ich höre da kein Knatschen, das sind also nur meine Finger. So könnt ihr jedenfalls das Geräusch vom Akkudeckel entfernen. Und habt wieder ein leises Gerät. Falls euch das Video gefallen hat oder ihr noch weitere Tipps wollt, geht doch einfach in unser Forum auf www.pocketpc.ch. Da haben wir einen Incredible S-Bereich. Da könnt ihr alles fragen oder auch nachlesen, wie ihr möchtet. Ansonsten könnt ihr natürlich diesen Channel abonnieren, damit ihr immer weiter über neue Smartphone-News, Apps und so weiter informiert werdet. Und natürlich den Daumen hoch. Vielen Dank!